Nordhausen. Nordhausen. War Nordhausen wie eigentlich davor die einzige Option, die du hattest, oder hast du dann mittlerweile zwei, drei Vereine? Ja, ich hatte Rot-Weiß Erfurt noch. Ja. Kuriose Geschichte, habe ich so auch noch nie erlebt. Und ob das nochmal so passieren wird, also jetzt in meiner Zeit nicht mehr, aber vielleicht woanders. Ich saß mit Stefan Emmerling zusammen. Da war der Ja. noch Rot-Weiß Trainer. Genau. Und Oliver Bornemann von Ja. Neustrelitz war sportlicher Leiter schon. Und mein Berater war Bernd Schneider, Schnicks. Habe ich von Patrick gekriegt, in der Zeit, wo ich verletzt war. Bernd Schneider war dein Berater. Ja. Bernd Schneider ist, sorry, aber echt, Wahnsinn, ne? ist der weiße Brasilianer. Also, falls er das gucken sollte, geiler Typ. Also, wo ich es erstmal mit ihm zusammensaß, da habe ich gezittert. Weil, hallo, der Nationalmannschaft, der 2006 bei der Weltmeisterschaft Europameisterschaft, mitgespielt, der hat alles. ja. Und auf einmal sitzt er neben mir und sagt, und hält sich mit ihm. Und Mutter. sitzt neben mir und raucht auch, zum Beispiel. Ja, da musst du uns ein bisschen mitnehmen. Also, wie lange war der denn Berater? Also. Ja, die letzten anderthalb Jahre, also in der, oder besser gesagt, die letzten Jahre, wo ich dann Fußball gespielt habe, also wo ich verletzt war, habe ich mich mal mit ihm unterhalten, hat er Ja. gesagt, weil mit Rico Glaubitz hatte ich dann einfach das Gefühl nicht mehr, dass er mich nochmal irgendwo anders hinbringt, wo ich auch hin will, weil ich wollte schon gerne nochmal in die dritte Liga. Und dann habe ich mit Patrick gesprochen, hat der gesagt, ey, pass auf, ich rede mit Bernd und ich denke mal, das ist machbar. Ja. Und ist ja der beste Kumpel von Ziege. Und die haben sich ja, der hat ja so viele Spiele von uns gesehen, Bernd Schneider. Das ist ja Okay. Wahnsinn. Der war ja bei fast jedem Spiel bei uns. Immer so ein bisschen abseits, weißt du, weil der das gar nicht so wollte, dass er so mittendrin ist. Und dann hast du ja schon immer Hallo gesagt. Und dann hast du gesagt, ey Christoph, pass auf, wir telefonieren mal, dann machen wir was aus und treffen uns mal. So, okay, super. Und dann haben wir uns unterhalten, dann hat gesagt, Christoph, wenn du willst, bring ich dich auch in die erste Liga oder zweite Liga. Überhaupt kein Problem. Aber ob das Sinn macht, das ist halt die Frage. Ich sage, nein, macht natürlich keinen Sinn. Und ich sage, wenn es dritte Liga wird, ist alles gut. Und dann, ja, wäre wahrscheinlich auch in Lotte oder irgend sowas, aber ob ich mich da wohlgefühlt hätte, ist halt die nächste Frage. Und dann hat er gesagt, ey, pass auf, komm, wir gucken mal Rot-Weiß Erfurt, Nordhausen und solche Geschichten. Ich sage, gut, okay. Weil Rot-Weiß Erfurt, hast du in der Jugend gespielt, da wärst du der Mann, die wollten das alles neu aufbauen. Ja. Und Emmerling sofort gesagt, klar, sofort herkommen, treffen. Uns getroffen in Erfurt im Victors Hotel, unterhalb vom Stadion. Ja. Gesprochen, geiles Gespräch. Hat er gesagt, ey Christoph, sofort. Hat Bernd auch gesagt, ey, echt top, super. Und am anderen Tag ruft mich Stefan Emmerling an. Und sagt, Christoph, es tut mir leid. Oh, die haben mich heute rausgeschmissen. Krass, wie schnell das geht, das Bornemann hat mich heute rausgeschmissen. ja. Ich hätte dich so gerne gehabt, ich hätte so gerne mit dir zusammengearbeitet. Das wäre so geil geworden. Aber es tut mir leid. Krass. Und Dann damit ist schließt Wahao er. dann Erfurt abgeschieden. Nee, Vrdarić wollte mich auch. Ja. Absolut. Der hat auch gesagt, ey, sofort, ich will dich haben. Aber da war dieses Bauchgefühl schon nicht mehr so, ne? Weil, warte mal, die haben jetzt Emmerling rausgehauen, nur weil er sein Vrdarić reinbringen wollte und wer weiß, was in Erfurt noch passiert, ne? Ja. Weil da ging ja auch schon rum mit Kohle und allem drum und dran und da haben ja dann trotzdem gute Spieler geholt. Ja, und dann hat Bernd Kleofas angerufen und er kannte dann auch noch Birkan Uluç und mit dem haben wir uns dann getroffen in Leipzig und haben uns unterhalten und die haben auch noch einen Linksverteidiger gesucht, obwohl sie schon zwei hatten, aber gut, Nordhausen ist ja dann eher so eine Sache gewesen. Ne? Und Ja. dann hat Uluç gesagt, ja, mach mal und dann habe ich ein Angebot gekriegt und da braucht man gar nicht weiter verhandeln. Und da hat Bernd gesagt, für mich war dann nur so, ne, gehst du nach Nordhausen oder gehst du lieber zu Erfurt? Weil in Erfurt wäre wahrscheinlich die Möglichkeit gewesen, du bist hier der Mann, ne? Genau. Weil du hast da schon neue Jugend gespielt, Ja. kommst zurück, ey, wie geil ist das denn eigentlich, ne? War das finanziell, wenn man das so fragen würde, interessiert wahrscheinlich auch viele Zuschauer, war das finanziell so gut, wie du gerade, also das so im Unterschied zu Erfurt, so ein Riesenunterschied oder? Ja, da war schon einiges dazwischen. Also ich Ja. glaube so 1500 Euro, 2000 Euro waren dazwischen. Ja. Das ist mir aber in dem Moment eigentlich egal gewesen, wer war. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte dann trotzdem ein ungutes Gefühl, habe dann zum Beispiel mit Pichino telefoniert, Ja. mit Matthias Piesola telefoniert, mit dem ich Ja. ja in Erfurt in der zweiten dann auch nochmal zusammengespielt habe und wir immer ein gutes Verhältnis hatten, uns immer, wenn wir gesehen haben, immer geil unterhalten haben. Und dann hat er gesagt, ey, komm hierher.
Alleine vom Verdienst her darfst du eigentlich gar nicht überlegen. Das wusste ich auch. Aber für mich ging es auch um das Sportliche. Weil ich wusste auch in Nordhausen, okay, die haben wahrscheinlich einen Kader von 30 Mann, da musst du dich auch erstmal durchsetzen. Ne? Egal, ob du von der dritten Liga kommst, ich meine, Chipper kam auch aus der dritten Liga, er hat natürlich gespielt, ja. Aber da waren ja noch so viele wie Lukas Scholl und die haben fußballerisch auch weitaus besser sind als du. Aber egal. Also gut, komm, ich gehe nach Nordhausen, weil, ja, hört sich jetzt vielleicht auch mal doof an, aber ich war schon 30. Ja, natürlich, das ist ja auch Irgendwo völlig musste legitim, das. ja. Und da war ich wahrscheinlich noch einer in Nordhausen, der am wenigsten verdient hat. Also zu Ja. 1000%. Aber das Hast würde du ich nicht auch unterschreiben. Ein oder zwei aus Vertrag, was war das? Ich hatte einen Einjahresvertrag, oder er hat sich nach, ich glaube, 10 Spielen hat er sich verlängert. Automatisch verlängert. Ja, Ach das so, war eine halt, Klausel drin. genau, also Okay. von daher, oder 2 Jahre und dann sich verlängert, ach, keine Ahnung, ist auch egal. Jedenfalls, ich denke, wenn Lust kommt, ich mach das. Auch wenn wir mit Zwickau immer über Nordhausen gelacht haben, weil, naja, guck mal, ein Haufen Kohle und passiert da gar nichts und Ja. dann gehst du am Ende selber hin. Ja, aber das Geld hat halt auch einfach gestimmt. Wir haben nebenbei Natürlich, ein du bist Haus gebaut. Familienvater, das ist auch Ja, völlig richtig. Und verständlich. ich Ja. war in der Heimat. Ja, Es sind ja das nur ist 80 klar. Kilometer. Ich habe ja in Worms gewohnt, habe ich dir Genau, ja schon das hat man ja erzählt. schon das Thema. Und das ist genau die Hälfte zwischen hier und Nordhausen. Und das war für mich perfekt. Wir haben dann angefangen, das Haus umzubauen hier. Und Perfekt. deswegen, das war super. Ja. Leider halt nicht so erfolgreich, außer mit dem Thüringen-Pokalsieg natürlich. Ja, Aber mit den Möglichkeiten, DFB-Pokal. genau, DFB-Pokal Oh hatte ich ja in Zwickau auch einmal gegen HSV. Und dann gegen Aue. War das trotzdem eine geile Zeit, weil man auch wieder geile Leute kennengelernt hat. Ne? Absolut. Und ja, leider halt. Internatskollegen, Chipper und was weiß ich. Ja, Ja, ist auch richtig. irgendwie so, man hat euch dann nur zusammengebracht, so ein Genau, Kenner. Das war genau. ja mit vielen so. Ja. Ja, Die du absolut. früher kanntest und dann, ich sag mal, zum Abschluss deiner Profikarriere einfach nochmal zusammenkicken konntest Genau. mit Es denen hat auch irgendwo. für Aufsehen gesorgt. Also ich komme ja aus dem Harz, aber da hat man ja richtig gemerkt, da passiert was in Nordhausen. Ja. Da hieß es dann wirklich, jetzt kommt der Göbel, jetzt kommt Kamlott. Das hat ja schon für Aufsehen gesorgt, Ja. muss man ja klipp und klar Absolut. sagen. Und du hättest auch viel mehr erreicht, wenn du mehr solche Spieler gehabt hättest wie Pichino, Florian Estorf, Olivier Nosch, Tobias Becker, Also kann man alles, schon grob sagen, die aus dem Osten kommen, so, ja, alles die, solche Typen, weißt du, die ja. auch wissen, alles klar, die Kohle, die ich hier kriege, dafür muss ich auch was zurückgeben. Oder allgemein, wenn ich was erreichen will, muss ich auch was machen und kriege ja nicht nur einen Arsch gepudert. Und das war aber einfach zu wenig. Okay. Sonst, sage ich dir, hättest du den Sprung in die dritte Liga geschafft mit Die Nordhausen. Qualität war da. Die Qualität war allemal da. Aber das Problem war, zum Teil nur Namen eingekauft. Und Namen, wissen wir alleine, schießen keine Tore oder bringen nicht zum Erfolg. Richtig. Und du hattest zu wenig charakterstarke Spieler drin, die Okay. sagen, ey, wir Die packen wurden das Ding mal an. Schweinehunde. Also so wie es in Zwickau war. Wollte ich gerade ansprechen, also die Ja. Parallelen. Diese Aufstiegssaison, selbst da war ja Nordhausen schon namentlich weitaus besser als wir. Weitaus besser. So, und das hat man auch im Hinspiel gesehen, wenn die mal Gas geben. Aber im Rückspiel zu Hause haben wir in Nordhausen 5-1 abgeschossen. Was sowas von weggehauen. Und dann haben die ja gar keinen Stich mehr Das gegeben. siehst du ja auch. Das ist ein anderes Beispiel auf PSG. Ja, Ja, das ist das genau. perfekte Ja, Beispiel. ist eigentlich perfekt, nur Ja. halt noch ein paar Nummern größer. Aber so war das bei uns auch. Und das ist eigentlich schade. Du hast vorhin echt einen ganz coolen Satz gesagt, der auch ganz gut passt, dass Mentalität immer Ja. Qualität oder oft Qualität Genau. schlägt. Und vor allem Wille schlägt Talent. Ja, So. genau, der Satz war Genau. super. Und Lukas Scholl, also der macht mit uns hier drinnen, was er will. Ne? Der hat einen geilen linken Fuß, aber null Wille. Sagt selbst dein Papa. Ja. Ja. Und von daher, Also, schade darum. ist ein verschenkter Millionär, hat er selbst über seinen Sohn Genau. gesagt. Ja. Schade um solche Talente, aber auch schade um diesen Verein Nordhausen, dass wir das nicht gebacken gekriegt haben. Aber da haben auch noch Noch viele ganz Sachen. andere Sachen mit reingespielt, muss man einfach so sagen. Da haben wir auch eine sehr, sehr schöne Videobotschaft. Die wollte ich Genau. jetzt gerne bringen. Jetzt grüße mal erstmal auf eine Flosse, der es nicht geschafft hat, uns eine Ey, Videobotschaft zu Flosse, ist das senden. dein Ernst? Und Olivier Nosch wahrscheinlich auch. Genau. Eieiei, ihr zwei Dresdner Pfeifen, ey. Ehrlich, wir sind euch so auf den Sack gegangen. Dann wollt ihr hier Silvester wieder bei mir feiern. Ist klar. Könnt ihr jetzt einen Haken dran machen? Gut, aber Ja. jetzt zurück zu Tschechi.
Schöne Grüße in die Runde. Ja, Göbs, ich darf auch mal eine Anekdote oder etwas aus unserer gemeinsamen Zeit erzählen. Wobei ich ja eigentlich sagen muss, dass unsere gemeinsame fußballerische Zeit ja eigentlich auch nur ein kleiner Teil unserer Freundschaft ja ist. Wenn ich mich daran erinnere, das erste Mal so richtig getroffen haben wir uns, glaube ich, auf dem Polterabend Silberhochzeit von deinen Eltern, wo wir da das WM-Finale 2014 zusammen geguckt haben. Die Jahre danach auch teilweise als Gegner eher auf dem Fußballplatz. Ja, unsere Kinder sind alle drei jeweils in einem ziemlich gleichen Alter, was ja auch besonders ist. Und wir ja eigentlich auch neben dem Fußball immer wieder versuchen, uns zu sehen, was natürlich aktuell mit unserer familiären und auch beruflichen Situation natürlich nicht so häufig möglich ist. Aber dadurch sehen wir uns ja wenigstens beim Fußball aktuell wenigstens sehr regelmäßig. Habe ja das Glück, jetzt mit dir Fußball zu spielen zu können, nachdem das in Nordhausen leider vorzeitig abgebrochen wurde. Eine Anekdote oder eigentlich eher Eigenschaft würde ich dann aber trotzdem nochmal erzählen, was ich sehr besonders finde, einfach, dass, wie viele es ja wissen, du ja noch nie einen Schluck Alkohol getrunken hast, aber trotzdem derjenige bist, der dann gerne bei Mannschaftsabenden oder Feiern der Letzte da warst, quasi abgeschlossen hast. Das Sprichwort ohne Alkohol auch kein Spaß. Das zählt, glaube ich, bei dir nicht. Mit dir kann man echt gut feiern, auch ohne was zu trinken. Und wie du ja weißt, ich auch nicht der große Trinker bin, sind wir dann oft gemeinsam diejenigen, die darauf verzichten können. Und das hoffe ich auch, dass das für immer so bleibt, bis wir auf einem guten Weg dahin die größten Feierabende, gerade im Fußball, bei den Mannschaftsabenden sind, denke ich, vorbei. Und den Rest schaffst du ja sowieso. Ja, bleib so, wie du bist. Und dann ist auch alles gut. Einer meiner, ja, würde ich jetzt sagen, besten Freunde jetzt inzwischen, weil er einfach auch menschlich absolut Wahnsinn ist. Absolut Wahnsinn. Den kannst du anrufen, mit dem kannst du reden, mit dem kannst du sonst was machen. Geil, dann das noch dazu, dass unsere Kinder natürlich immer nur, ich glaube, 1 oder 2 Monate auseinander sind, wenn Cool. überhaupt. Ja, dass wir auch so als Familien einiges miteinander machen. Seine Frau kenne ich ja schon viel, viel länger als ihn, weil Okay. ich mal mit ihrer Schwester zusammen war. Okay. Uns auch immer gut verstanden haben. Damals, wo das auseinanderging, sie mir auch so ein bisschen zur Seite stand. Ja. Und es ist natürlich geil, dass sich das natürlich jetzt auch so wieder getroffen hat, ne? Dass sich auch Cool. unsere Frauen miteinander so gut verstehen und unsere Kinder, dass wir jetzt noch zusammen Fußball spielen. Das haben wir natürlich auch mal gesagt, wo wir zusammen nach Nordhausen gefahren sind. Dass wir, oh, wie geil wäre das, wenn wir dann einen Stuhl zusammenspielen, ne? Da noch ein bisschen was erreichen, ein bisschen Erfolg haben, einfach Ja. so den Fußballabend ausklingen lassen. Ja, genau. Und das macht halt extrem viel Spaß mit ihm, ne? Und wie er auch gesagt hat, das erste Mal haben wir uns richtig unterhalten hier zum Polterabend, zum Silberhochzeitspolterabend von meinen Eltern, wo das WM-Finale war. Kein so schlechter Zeitpunkt. Absolut. Und vorher, klar, hat man sich gekannt, hat man sich mal kurz unterhalten, aber mehr zu tun hatten sie mit meinem Bruder. Okay. Und dann immer mal gegeneinander gespielt und es war auch ein angenehmer Gegenspieler immer, der sehr ruhig war, sehr besonnen und hat dann auch mein Kopfballtraining nicht gemacht. Gut, wenn er hochspringt, wo wir 4-1 verloren haben in Nordhausen, weiß ich noch, das 1-0 Flanke von unserer rechten Seite und ja gut, er springt halt 2 Meter höher als ich und köpft das Ding halt ein. Also gut, da bin ich leider noch mit Gelb-Rot runtergeflogen, wo er dann auch mich an die Seite genommen hat und gesagt, hey Christoph, komm, bleib ruhig. Weiß ich auch noch ganz genau. Und mit der Zeit in Nordhausen haben wir uns natürlich auch noch mehr angefreundet und viel miteinander gemacht und ja, absolut einfach ein super, super Kerl und deswegen auch einer meiner besten Freunde jetzt, wo ich mich auch drauf verlassen kann. Und ja, und das mit dem Feiern, da sind wir wieder. Also bei mir ist es dann auch wirklich so, ich kenne dann auch kein Ende. Ne? Also klar, ich meine jetzt diejenigen, die trinken und besoffen sind, die wollen dann, sag ich mal, um 2 nach Hause, wo ich dann sage, wollt ihr mich verarschen? Warum jetzt heim? Jetzt geht's auch richtig los. Spielt ihr oder was?
Die so, ja, ich trinke auch keinen Alkohol. Ich so, ja, aber ich muss euch ja ertragen. Und ich mache halt trotzdem mit. Und da hat er halt recht. Also ich bin dann wirklich auch auf Malle immer der Letzte gewesen. Ja, nach Hause geht dann immer. Der Letzte. Und hab dann halt dann irgendwann mal irgendwen wiedergefunden. Den habe ich dann halt mitgenommen. Die haben auch schon mal zwischendurch 2 Stunden geschlafen. Und ich sage, wie, jetzt muss man heim, jetzt macht die Bude hier schon zu. Wir sollen das, wir gehen mal noch hin. Ja, das nervt mich dann, weißt du? Ja. Weil weißt du ja selber, wie es ist, in einer anderen Feierlaune bist, ja, geht das natürlich Vollgas. Ja. Und das geht auch vollkommen ohne Alkohol. Und so sieht's aus. Man, wie gesagt, man lässt sich dann auch irgendwo auf das Niveau herab. Was heißt das, ja, Niveau herab? Aber ja, ich finde das auch persönlich immer so lustig, wie sich andere Leute verhalten. Ja, das ja. Ne? Deswegen sage ich ja, ich weiß am nächsten Tag noch alles und kann denen erzählen, ey, Junge, was hast du denn da gemacht? Genau. Aber wie gesagt, auf Pichi nochmal zurückzukommen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn kennengelernt habe. Also muss man einfach sagen. Ich kenne ihn jetzt selber nicht von der Erzählung her, aber immer Lukas, ja, mir das erzählt hat. Also wirklich, der macht auch keinen Unterschied zwischen ja, Reich und es macht jetzt keinen Sinn, ne? Aber ob du nun in einer Kreisklasse gespielt hast oder dritte Liga, der ist immer ganz natürlich, sagt dir seine Meinung und ich hoffe, dass wir noch, will jetzt meine Frau wahrscheinlich nicht hören, aber so 3, 4 Jahre miteinander spielen. Und ja, bin halt sehr, sehr gerne in seiner Nähe. Das ist cool. Ja. Das ist wirklich Fußball, ja, verbindet. Das absolut, ist, absolut. Im Fußball findet man ja auch nicht viele Freunde, aber ich glaube, hier kann man wirklich sagen, das ist einfach das Leben. Auf alle Fälle. Also auf jeden Fall wusste ich auch nicht, was da jetzt so passieren sollte, dass wir uns irgendwie mal ja, irgendwie so streiten sollten oder sowas, weil wir so da schon auf einer Wellenlänge sind, auch so eine Art die gleiche Denke haben und von daher, man sieht sich ja immer beim Training, mit der Familie jetzt immer mal weniger, weil ich meine, das hat ja auch jeder seine Termine, ne? Natürlich. Und aber das wird auch irgendwann anders. Spätestens, wenn der Fußball vorbei ist, dann hat man auch wieder mehr Zeit, genau, halt mit den Familien was zusammen zu machen. Aber ich hoffe, da ja, dann erster FC Eichsfeld. Ich sag mal, Karriere ausklingen lassen. Ja. Einfach nochmal die andere Seite des Fußballs kennenlernen, den Amateurbereich. Ja. Einfach mal Spaß haben, ohne jetzt diesen ganz großen Druck. Ja. Sicher auch nochmal eine coole Erfahrung. Und du hast dich auch beruflich dann weiterentwickelt. Genau. Also, mit Nordhausen der Insolvenz, mein Gott, das wussten wir ja alle, hatte ich noch ein bisschen Glück. Ich hatte mir das Innenband gerissen und war dann über der BG Verletzungsgeld und war nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel für Pichi. Ja. War dann auch arbeitslos und habe eine Umschulung gemacht zum Bürokaufmann, was ich über den ersten F damals noch die Struth gekriegt habe. Und ja, ich wollte zwar noch mal in die Regionalliga. Wir hatten dann, also mit der Insolvenz sind wir dann hier eingezogen, was echt super war. Ja. Und wollte unbedingt eigentlich nochmal Regionalliga. Nochmal mit Fußball richtig Geld, was heißt richtig Geld verdienen, aber Geld verdienen. Ja, und dann kam aber auch nichts Richtiges, ne? Und klar, ich hatte mit Bernd gesprochen, er sagt, du Christoph, ich bring dich wahrscheinlich irgendwo unter, ne? Aber macht das Sinn? Jetzt nochmal in Bayern irgendwo Regionalliga rumzudümpeln. Ich sag, das ja, macht auch nicht jeder Berater, oder? Das ist eigentlich ein cooler. Ja. Der denkt auch an den Menschen, genau, an die Familie. Genau. Und es war für mich in dem Moment so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, ne? Ja, weil ich den Fußball liebst. Ja, zu ehrgeizig auch. Ja, war. Genau, und ich ja nicht abkonnte, ey, jetzt durch so eine Scheißinsolvenz, durch so einen Scheißinsolvenz, musst du jetzt aufhören oder was? Nee. Ging nicht in meinen Kopf rein. Dann komm mal wieder zurück zu Thorsten Ziegner, habe ich mich mit Ziegner unterhalten, haben lange telefoniert. Also, ey, Christoph, Blöpser, ganz ehrlich, wen interessiert das, ob du jetzt noch 50 Regionalligaspiele mehr hast oder ob du noch 30 Drittligaspiele mehr hast? Wen interessiert das noch? Verrat's mir. Der Einzige, den es interessiert, ist wahrscheinlich dich. Ja. Für dein Ego vielleicht. Ja. Aber ich frage mal 3 Wochen später draußen, wen interessiert das? Wie wichtig war das Telefonat für dich oder das Gespräch brutal? Absolut wichtig. Genauso wie ich mit ihm telefoniert habe, gehe ich nach Erfurt oder nach Nordhausen. Also, wenn ich Rat brauchte, was mache ich, habe ich Ziegen angefangen. Weil das einfach auch ein Bezugspunkt für mich war. Die Meinung war extrem wichtig für mich. Seine Meinung war mir extrem wichtig, ja.
Weil ich wusste, er hat Plan, er sieht das nochmal aus einer anderen Perspektive und er sagt mir seine ehrliche Meinung. Das ist Und wichtig. dieses Gespräch, ich habe auch vorher mich oft mit Ellie unterhalten und gesagt, ja, klar, ich gönne dir das und du sollst das auch machen, aber ey, pass auf, ich bin dann allein hier mit zwei Kindern. Ja. Das ist auch nicht einfach für mich. Und sie kommt ja aus Erfurt, sie kennt ja hier dann auch noch nicht alle Leute, ne? Und ja, dann habe ich auch gesagt, ja, ich will aber noch Fußball spielen und will da noch Geld verdienen. Und Regionalliga schaffe ich auf alle Fälle noch wenigstens 2, 3 Jahre. Da verdienen wir nochmal vielleicht gutes Geld. Dann war eine Anfrage, was heißt eine Anfrage? Ein eventuelles Angebot aus Jena, wo ich gesagt habe, ja, warte mal, für 2.500 Euro brutto? Wie soll das funktionieren? Aber egal. Und dann habe ich halt, wie gesagt, mit Ziegel gesprochen. Ich sage, ey Christoph, pass auf, überleg dir das gut, ob das machst oder nicht. Du hast alles erreicht, was du erreichen wolltest. Du kommst nicht nochmal höher. Und es interessiert keinen Menschen, ob du 170 Regionalligaspiele oder 250 hast. Und dass das erstmal einem klar wird, das braucht erstmal. Ne? Und dann habe ich ja irgendwann gesagt, ja, los, komm. Norm Wolf hat angerufen, also ey, los, Wolle, komm, mach alles klar. Ich will das und das machen, wollte Landmaschinenmechatroniker machen, weil ich mich hier so interessiere für Mähdrescher, Traktoren und so. Hier mal Landwirtschaftssimulator gezockt, weißt du? Auf jeder Auswärtsfahrt habe ich das gezockt. Und ich sage, auch, das könnte mir gefallen. Und dann hat er mir da ein Vorstellungsgespräch und dann habe ich halt, das hätte mir das Arbeitsamt halt nicht bezahlt. Dann habe ich gesagt, gut, ich mache Bürokaufmann, aber in demselben Bereich, um dann Verkäufer zu werden für Landmaschinen. Okay. Dann habe ich da angefangen und habe auch relativ schnell gemerkt, das, was ich nie wollte, war Bürokaufmann. Und diesen Beruf machst du jetzt, obwohl du gar nicht willst. Musst du wieder mich auf die Schulbank setzen und meine Frau und dann abends hier um 10 noch gelernt und Ellie dann gesagt, ey, du kommst hier morgens heim mit schlechter Laune, morgens gehst du mit schlechter Laune, abends kommst du mit schlechter Laune. Es funktioniert nicht, wir müssen uns das einfallen lassen. Und da habe ich dann vor einem Spiel in Struth Alexander Tasch kennengelernt, der mich dann einfach mal angesprochen hat. Hier, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Ich kenne auch einen Kumpel von dir, Florian Grosser. Ich so, oh cool. Wie kommt das? Ja, das ist das, wir machen das selber. Und dann saß ich, und dann bin ich nach Hause gefahren, habe das Elli erzählt, hab gesagt, und habe gesagt, es kommt dann mal an, wer will mir mal was vorstellen. Und dann sagt sie so, hey, nicht schon wieder so ein Vermögensberater. Ich hasse die Schnipsträger, weißt du? Und er hat gesagt, oh, jetzt bleib doch mal ruhig, lass uns doch einfach mal anhören. Wer weiß, was ist. Ne? Dann kam Alexander Tasch, haben einen Termin gehabt, kam angefahren mit einem Jimny, wo er mal beiden mit rumgefahren Ja. ist. Komplett dreckig. Ja. Komplett dreckig. Also geil. Das gefällt mir schon mal. Ausgestiegen, Cappy, Hoodie, Jeanshose, Sneaker. Boah, geil. Krass ausfällt. Ja. Geil. Und Elli so, okay, doch kein türkischer Vermögensberater. Saß er bei uns in der Küche, haben uns erzählt, eine Stunde unterhalten. Er hat mich halt ausgefragt, was hast du vor, was willst du machen, was hast du bis jetzt, wie war das im Fußball auch so ein bisschen, ne? Und was sind so deine Stärken, was sind deine Schwächen, was hast du überhaupt mal vor im Leben, was willst du noch erreichen? Und habe ich ihm so ein bisschen erzählt und dann hat er gesagt, gut, okay, wir treffen uns nochmal. Und dann habe ich mir auch relativ schnell abgesagt, habe gesagt, ey, Alex, du, pass auf, das war geil, das war cool. Hat sich ja cool angehört, aber dieser Scheißbereich hier, Versicherungen und so ein Schrott, ist nichts für mich. Ich will ja auch nichts damit zu tun haben. Ich habe alles, bin gut abgesichert, habe ich gedacht. lass mal alles dabei. Also, alles klar, okay. Wenn was ist, melde dich einfach. Das ist ja gut, okay. Bin halt weiter nach Mühlhausen zur AfT gefahren, du kennst Ja. das. Hab da 9 Stunden vorm Computer gesessen. Immer denselben Scheiß. Wäre ich nicht 100 Mal aufs Klo gerannt, hätte ich keine 1.000 Schritte gemacht am Tag. Da hab ich gesagt, nee, das geht nicht, das geht nicht. Ich werde hier bekloppt. Habe ich dann irgendwann mit Ellie geredet, ja, was machen wir? Ja, sie gesagt, du brauchst irgendwas anderes. Wollte ich erst Rettungssanitäter machen, habe ich gesagt, boah. Wenn ich da irgendwelche, sorry, halt toten Kinder sehe, raste, dreh ich durch. Da kannst du mich einweisen. Ist dann doch nichts für mich. Mein Kumpel ist Justizvollzugsbeamter. Ich sage, ja, mach mal das. Hätte ich eine neue Ausbildung machen müssen zum Ausbildungsgehalt. Ich sage, wie soll ich das hier bezahlen? Familie. Und da ich sage, Schatz, pass auf. Wenn nur die Hälfte stimmt, was Alexander Tasch mir erzählt hat, muss es einfach probieren.
Was? Vermögensberater? Da willst du mich verarschen? Dann habe ich ja so einen daheim sitzen, die ich hasse. Also ja, da musst du jetzt einfach durch. Da habe ich mich lange mit meinem Vater unterhalten, mit meinem Kumpel gesucht. Nein, die haben mir natürlich alle abgeraten. Ne? Wie es halt so ist in dem Bereich Türklinken putzen, also im Schrott, ne? Was du da hörst. Und irgendwann habe ich gesagt, habe ich Alex angerufen, habe ich gesagt, Alex, ich mache es. Ich probiere es. Wir haben uns ganz oft dann getroffen, er hat mir noch mehr erzählt, wie können wir vorgehen, weil ich dann auch Angst hatte, ey, pass auf, ich kriege jetzt hier gutes Geld über das Arbeitsamt. So. Ich muss das hier alles bezahlen. Was habe ich für eine Sicherheit? Ja, pass auf, wenn du nicht das verdienst, was du jetzt verdienst, stock ich es auf. So gut, okay, ist ein Deal. Und dann habe ich zum 1.4. gesagt, ich schmeiße bei HFT hin, fange bei dir an als Bürokaufmann. So kriege ich erstmal das Geld vom Arbeitsamt weiter und kann erstmal dahinter gucken, wie läuft das überhaupt ab hier? Ist das überhaupt was für mich? Und wenn nicht, mache ich bei dir einfach die Ausbildung fertig und dann suche ich mir was anderes. Okay, mach mal. Habe ein Ausbildungsgehalt von ihm gekriegt. Und nach 4 Monaten habe ich gesagt, zum 1.8. alles klar, ich mache mich selbstständig. Und auch habe dann Fürsprechergespräch, also so heißt das, mit meinen Eltern gemacht, wo ich dann auch mal gehört habe, okay, wie schätzen mich meine Eltern überhaupt ein? Ne? Was Ja, man jetzt so das gar fand ich nicht hört. interessant. Weil Alex dann gefragt hat, wie schätzt ihr den Christoph überhaupt ein? Ist das was für ihn? Da hat meine Mutter so einen coolen Satz gesagt und hat gesagt, wenn er sich was in den Kopf setzt, zieht er das durch. Bis zum Ende. Ja, das war ja Und natürlich auch das immer so. ist mir dann erst klar geworden, wo sie das gesagt hat, okay, das war eigentlich schon immer so. Ja. Das war eigentlich schon immer so, egal ob das im Fußball war oder was anderes. Und so ist es jetzt auch. Auch wenn das jetzt auch Zeit braucht, aber genauso ist es halt jetzt auch. Ja. Richtig cool. Sehr schön. Und Du hast meinen Namen angesprochen. genau, du hast Julian mit ihm zu lange Kosser. Fußball gespielt. Ja. Hast jetzt auch wieder mit ihm zu tun. Ja, doch, natürlich auch nicht fehlen. Geil, krass. Mein lieber Christoph, hier ist der Flo. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß bei deinem Interview jetzt. Ich sollte mal ein kleines Video machen und ja, ein, zwei Anekdoten erzählen. Ich denke, wir kennen uns schon mittlerweile ewig. Das Geile bei uns ist, wir haben damals beim Fußball zusammengearbeitet und arbeiten jetzt in der Geschäftswelt sozusagen ja wieder zusammen, was ich natürlich mega finde, die Fußballer unter sich. Von daher, ja, erzähl mal das ein oder andere oder erklär das mal jetzt, weil wir saßen damals schon am Tisch zusammen, erinner dich, wo du noch Fußball gespielt hast, wo ich so ein bisschen schon eingestiegen bin ins Business. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber jetzt bist du auch am Start und wir arbeiten wieder zusammen. In dem Sinne, viele Grüße, der Flo. Florian Grosser. Also, so wie ihr ihn auf dem Video seht, so lebt er auch, ne? So Total, positiv, ja. so Energiegeladen. energiegeladen, so war der schon immer. Okay. Also wir sind gleichzeitig nach Zwickau gekommen, er ist von Babelsberg gekommen, er hat auch zweite Liga bei Dynamo Dresden gespielt. Habe ich vorhin noch mal nachgeschaut, genau. Genau. Und ich kannte ihn nicht. Ja. Und wir haben dann zusammen in einer Pension am Dom in Zwickau gelebt. Auch mit Marian Unger und Sebastian Doro, der auch bei der Ja. Deutschen Vermögensberatung ist. Und da habe ich ihn dann so kennengelernt. Und immer so positiv und immer so voller Ich mag so eine Energie. Menschen. Absolut. Also Krass. damals war mir das ich ein bisschen befremdlich, weil ich das so gar nicht kannte, weißt du, ich Ja. auch noch sehr jung war, 22. Und er hat eine ganz andere Mentalität. Er kommt aus Berlin, weißt du, ist halt ganz andere Sachen gewöhnt, ne? Und ich komme vom Dorf. Also so völlig unterschiedlich. Ja. Aber er hat mich dann auch da so ein bisschen an die Hand genommen, auch mit Marian Unger. Wir haben dann viel miteinander gemacht mit den Frauen, waren viel essen und es war auch immer lustig, war absolut geil, richtig auch coole Zeit. Und dann das zweite Jahr, wo wir dann zusammengespielt haben, er war halt oft verletzt, sehr verletzungsanfällig. Und nach einem Training war auf einmal jemand in der Kabine, der sich vorstellen wollte. Ralf Wese hieß der und hat dann sich mal vorgestellt, was er so beruflich macht unter DVAG, Deutsche Vermögensberatung. Und wie gesagt, ich war 23 und hab gesagt, Sie hat es gar nicht interessiert mich ein gejuckt. Scheißdreck, ne? Ja. Ich wollte nach dem Training einfach nur heim, der hat, glaube ich, 2 Stunden erzählt. Und dann hat er am Ende gesagt, ja, wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, der schreibt sich jetzt hier einfach mal ein. Zwei Mann haben sich angeschrieben. Florian Kross und Sebastian Böhm. Wo dann viele auch gesagt haben, ja, wieso schreiben die sich jetzt ein, so ein Quatsch und so, ja. Und im Gegenzug dazu gab es bei uns einen Manuel Stiefel, der bei der Teges gearbeitet oder arbeitet bei der Kennst Teges. Und ist natürlich Konkurrenz, ne? Und war dann auch nicht mal einfach zwischen den beiden, aber egal. Aber nicht von großer Seite, eher von der anderen Seite. Ja.
Und irgendwann ruft mich Groß an oder nach dem Training hat er mich mal angesprochen und sagt, ey Göbi, pass auf. Ich will dir das mal erklären, was wir hier machen. Ist ja klar, okay. Hab dann bei ihnen im Büro gesessen mit dem Ralf Bese und haben sie mir da, ich hab nur Bahnhof verstanden, weißt du. Und hab dann gesagt, ey Grosso, das, ja, alles schon und gut, ne? Aber es ist nichts für mich. Absolut gar nicht. Beschäftige mich damit, macht alles mein Vater. So wie es halt ist, ne? Ja, in den jungen Jahren. Und alles gut. Dann hat er gesagt, okay, gut, alles klar, wenn du mal Fragen hast, dann kommst du zu mir und mach mal und alles gut. Ja. Wie es dann so sein sollte. Hab mich dann Manuel Stiefel angeschlossen. Er hat dann alles für mich gemacht. Vielleicht einfach, keine Ahnung, weil ich ihm vielleicht einfach mehr vertraut habe. Keine Ahnung, oder noch einen besseren Bezug zu ihm hatte. Ist dann halt einfach so, das war meine erste Chance bei der Deutschen Vermögensberatung. Wo ich die Chance nicht gesehen habe, dass man da überhaupt erreichen kann. Mhm. Florian Krossert, Sebastian Doro haben es sofort gesehen. Ja. Und haben eine Karriere hingelegt. Jungs, das ist absolut der Hammer. Absolut Wahnsinn. Und da sieht man auch wieder, was man mit Wille, Durchhaltevermögen, obwohl man auch gar keinen großen Plan von dem Ganzen hatte, Wille, Durchhaltevermögen, Ehrgeiz erreichen kann. Nicht nur im Fußball, sondern auch im Berufsleben. Und auch Niederlagen wegsteckt. Auch ja. Niederlagen, Abneigung vom Extremsten. Ich habe ja auch in der Zwischenzeit schon oft mit Große telefoniert, bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er sich die Zeit nimmt. Und eigentlich hat er ja gar keine Zeit, deswegen frage ich mich manchmal, wie er das auch macht. Mhm. Dass er sich die Zeit nimmt und mit mir einfach mal redet. Und dann werde ich auch sicherlich nochmal drauf zurückkommen, Große. was er gerissen hat, was dir ja vorher gar nicht bewusst ist, wenn du gar nicht so dahinter guckst, das ist der absolute Hammer. Und jetzt, im Nachhinein, wo ich sage, ey, wie doof warst du damals? Aber da hast du einfach nur gar nicht so weit gedacht, weil da gab es nur Fußball. Es gab für mich nur Fußball. Ich wollte kein links und rechts, ich wollte nur Fußball. Das war gut. Genau, es war gut am Ende. So, und die zweite Chance habe ich jetzt gekriegt, wo mich Alexander Tasch angesprochen hat. Die hast du genutzt. Genau. Die habe ich genutzt. Und hier Florian Krossert, ja, absolutes Vorbild. Vorbild in dem, was er macht, wie er sich gibt, wie er es macht, wie er es durchzieht, was er alles macht und wie er ein Geschäftsmann geworden ist. Und da muss ich sagen, höchsten Respekt davor, weil ich jetzt mitkriege, wie schwer das überhaupt ist, da hinzukommen, Direktionsleiter zu werden, das Höchste, was du erreichen kannst, in einem Job, wo du einfach viel Abneigung kriegst. Aber die Menschen, die es verstehen und diese Chance nutzen, absolut Wahnsinn. Er kann das halt extrem geil rüberbringen. Mit dieser positiven Art, ja. Mit dieser Energie. Und egal, wenn du irgendwelche Stories von ihm siehst, der hat immer diese Energie, immer diese Positivität. Absolut der Wahnsinn. Und deswegen absolutes Vorbild für mich, wo ich mich auch dran hochziehe. Und ich das auch einfach erreichen will. Und das ist halt so mein Ziel, ja, das zu erreichen. Genau, das ist ein gutes Stichwort, Vorbild. Da hat man auch noch so ein paar Fragen eigentlich. Wer war fußballerisch dein größtes Vorbild? Ich weiß, schwenkt jetzt ein bisschen vom Thema ja, ab. Wo ich klein war, JJ Okocha. Ja. Ja. Bei Eintracht Frankfurt, da ja, war ich übelst Tor gegen Oli Kahn. Ja, da war ich übelst Eintracht Frankfurt-Fan. Und dann, ja, wer war mein Vorbild? Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Oder wer war denn bester Mitspieler und dein stärkster Gegenspieler? Eigentlich, wenn man es so will, Toni Kroos in der Jugend, gegen den ich gespielt habe, der war ja krank. Also, weiß gar nicht, was ich dazu sagen will. Er hat mit uns gemacht, was er wollte. Und ich weiß noch, wir haben in Rostock 2-0 geführt zur Halbzeit. Wir haben ja in Rostock eigentlich nur auf den Sack gekriegt, ne? B-Jung war das 2-0 geführt zur Halbzeit. Wir haben gesagt, okay, was ist denn heute los? Hat der uns angeguckt. Hat kurz gelacht. Und zweite Halbzeit hat er aufgedreht. 4-2 verloren. Also war Toni Kroos. Ja, es ist kein so schlechter. Nee, also das war absolut der Wahnsinn. Also, wer war denn so der beste Gegenspieler? Oder ein bester Mitspieler, wo du sagst, das ist so. Wenn du dich entscheiden müsstest, geh mal kurz in dich und du müsstest einen Namen raushauen.
Schwierig, ja. Mhm. Ihr habt doch bestimmt was, oder? Wir hätten was, ja. Ja, klar. Mein Bruder immer für mich einer der besten Mitspieler, ne? Klar. Aber wer war denn? Matthias Pesola, damals habe ich, wo ich noch zweiten gespielt habe in Erfurt, habe ich hochgeschaut zu ihm, was der für eine Aura hatte, für ein Auftreten, wie der dich mitgezogen hat, dich aber auch gepusht hat, weißt du, egal ob du Scheiße gemacht hast oder das war so ein Vorbild, wo ich auch in Nordhausen noch hochgeschaut habe zu ihm. Das hat mir wahnsinnig bei dir imponiert. Also wir haben ja im Winter gegen euch gespielt. Ja. Und dein Name war mir ein Begriff, das war mein erstes Spiel für Bad F. Aber da habe ich so als Gegenspieler gemerkt, gut, ich war rechts außen, du warst da hinten drin, aber wie du die Leute geordnet hast und so, das hat mir schon auch wahnsinnig imponiert, so als Amateursportler. Hm. Ja, gut, das ist ja am Ende jetzt auch meine Aufgabe, ne, zu sagen, ey, pass auf, die Erfahrung, die du hattest, die musst du den Jungs einfach mitgeben. Aber da hat man schon gedacht, boah, das war schon cool. Also war auch ein cooles Spiel. Aber so war ich halt nicht immer, weißt du, jetzt so in der Zeit, wo ich selber Profi war, oder beruflich Fußball gespielt habe, sagen wir so, hatte ich oft auch mit mir zu tun. Ich wollte halt sehen, dass ich mein Zeug mache. Ja. Weißt du, dass ich so wenig Fehler wie möglich mache. Klar, ich habe meinen Vordermann, habe ich auch geführt und allem drum und dran, ne? Aber ich war da nie der Lautsprecher. Ja, aber jetzt in dem Bereich kannst du ja deinen Mitspielern so viel jetzt mitgeben, in dem Bereich, durch die Erfahrungen. Ja, wäre es ja Quatsch, wenn ich es nicht mal wäre dumm, ne? Genau. Und von daher macht aber auch Spaß, weil das wieder was ganz anderes ist. Diese Jungs zu führen, die dann auch mal hochschauen zu dir, gerade unsere jungen Spieler. Natürlich. Und auch der Trainer dann viel von dir hält, ist ja bei Pichin nichts anderes. Und da einfach dann sagt, hier los, ich führe das Ding, ne? Das ist ja genau das ist die perfekte Überleitung. Du führst die Leute, die schauen zu dir hinauf. Aber wie bringst du denn den Leuten bei, an einem Gegenspieler vorbei zu gehen, wenn manche Spieler selber nicht mal wussten, wie du das geschafft hast? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ja, das fragt sich nicht nur du, das fragt sich wieder. Servus Göbs, Nita hier. Ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar habe ich nach dir nie wieder mit einem Spieler zusammengespielt, der mit so einfachen Mitteln so oft an seinen Gegenspielern vorbeigekommen ist. Sei es mit einer Grätsche, Pressschlag, immer wieder getunnelt, was geklappt hat bei dir. Oder ist immer das perfekte Timing? Verrat mir mal dein Geheimnis. Du bist jetzt nicht mehr auf dem Niveau unterwegs wie damals, deswegen kannst du ja jetzt mal dein Geheimnis verraten. Ich glaube, du musst ja nicht mehr geheim halten vor den Gegenspielern. Ja, Nita, auch geil, auch ein geiler Typ, hat auch Spaß gemacht mit ihm. Ja, Nita, was soll ich dir jetzt sagen? Er ist gespannt auf deine Antwort. Ja, ich habe halt die einfachen Sachen gemacht, ne? Einfach ist manchmal mehr. Ich habe halt einen Ball gekriegt, konnte den einigermaßen gut annehmen, sage ich jetzt mal. Aber sowas wie Übersteiger und so eine Scheiße konnte ich nicht. Und ich habe halt immer probiert, mit Tempo auf die Leute drauf zu rennen. Teilweise durch die Leute. Wirklich durch die Leute. Das war dann so ein 50-50 Ball und ich hatte trotzdem am Fuß. Und wenn er weg war, habe ich halt hinterher gekretscht und hatte ihn wieder. Also, wie gesagt, im Kretschen hat mir keiner was vorgemacht. Teilweise habe ich gekretscht und habe den Ball dann gehabt, nicht nur ins Ausgekretscht, sondern habe halt gleich einen Konter eingeleitet. Und so war das auch offensiv. Ich meine, ich habe ja dann in der Fünferkette mit meinem Bruder außen gespielt und habe halt den Ball gekriegt, hatte dann auch Platz und habe halt entweder einfach vorbeigelegt oder durch die Beine, wirklich durch die Beine und dann gelaufen und flankt. Also ich kann es dir selber gar nicht genau sagen. Ja. Ich habe halt einfach gar nicht überlegt und habe einfach irgendwas gemacht und bin so vorbeigekommen. Ja. Deswegen sage ich auch heute den Jungs, ey, warum wollt ihr denn hier, wenn selbst im Pauli jetzt anfängt mit Übersteiger? Ja, kannst du probieren. Aber deswegen verstehe ich auch teilweise nicht, wenn einer, ich war ja auch nicht der Schnellste. Also ich hatte eine gute Geschwindigkeit, aber auch nicht der Schnellste. Wo ich sage, ey, wenn Leute eine übelste Geschwindigkeit, warum legen die nicht den Ball einfach bei und rennen hinterher? Ja, verstehe ich nicht. Ich meine, ich habe es auch gemacht und war nicht so schnell. Ja. Aber da waren echt kuriose Szenen dabei, wo ich dann einfach ja wirklich durch den Mann durchgerannt bin, einfach durch die Beine und hinterher und dann kurz vor der Linie war eigentlich schon im Aus, noch reingekriegt und die Flanke gebracht. Und ja, wirklich ganz einfach. Einfach. Ja, gut. Anita, also wenn du nochmal was lernen willst, dann kommst du nur zu mir. Und du spielst ja jetzt auch IV.
echt guter Kicker. Ja, nee, ja. Also wirklich, ich kann es dir teilweise gar nicht sagen. Aber wie gesagt, das hat halt auch wieder was mit Wille und Ehrgeiz zu tun. An diesem Mann einfach vorbeizukommen, ohne halt irgendwas Großes zu können. Das hat mir bei dieser Folge wahnsinnig imponiert, diese Eigenschaften, die du mitbringst. Also wirklich absoluten Respekt. Also uns hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Muss man einfach mal sagen. Ja. Also bin ich auch ehrlich. Also, ich sehe mich in dich auch fußballerisch, technisch nicht ganz der Stärkste, aber auch ich kann die Linie 90 Minuten hoch und runter rennen und wenn es 120, 130 sind, schaffe ich das auch. Genau. Ohne im Kampf, ohne irgendwas. Dieser Ehrgeiz, den habe ich auch. Also wirklich 1:1 derselbe Spielertyp. Cool. Das ist geil. Ja. Nein, also das sind so Sachen, wie gesagt, die mich stark gemacht haben und die mir auch jetzt in meinem Berufsleben weiterhelfen. Weil so eine Selbstständigkeit ist halt nicht einfach. Habe ich jetzt auch schon mehrmals gemerkt. Aber wenn man was erreichen will, muss man einfach da durchgehen und diesen Ehrgeiz mitbringen. Und da kann man ganz, ganz viel mit erreichen. Ganz, ganz viel. Genau, das ist absolut beeindruckend, muss man einfach sagen. Und ganz zum Schluss wollen wir dich erstmal natürlich offen, kannst ganz ehrlich sein, nach dem Feedback fragen und wen du auch gerne sehen würdest bei uns in einem Format. Zum ganzen Schluss haben wir noch ein ganz kleines Video für dich, aber bevor hast du natürlich das letzte Wort als unser Gast. Ja, also erstmal nochmal recht herzlichen Dank, dass ich bei euch mitmachen durfte. Riesenehre für uns. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Die Videos sind natürlich geil, gerade auch von den Leuten. Auch wenn jetzt Flosse und Olli nochmal an euch, das müsst ihr euch jetzt anhören, nicht dabei waren, weil das auch zwei wichtige Personen von mir sind. Aber es waren genau die richtigen Leute dabei und ist schön, das auch von den Leuten zu hören. Mhm. Und ja, dass ihr euch überhaupt so eine Mühe macht, sowas überhaupt zu machen, sowas überhaupt auf die Beine zu stellen, weil da gehört viel dazu, viel Zeitaufwand und riesen Respekt von mir dazu. Und freue mich einfach, dass ich da mitmachen durfte. Ja, es war also unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Also ich weiß jetzt, wie lange das war, aber es ging ja. 4 Stunden. Ja, aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Brutal interessant und auch, wie du das so alles erklärt hast, dann, ja, ich hätte noch 7-8 Stunden zu Ja, sehr gerne. Richtig, aber so lange hätte ich dann doch nicht. Nee. Aber ganz zum Abschluss haben wir noch was. Bei Schipper, der hatte einen großen Wunsch, was er nochmal machen wollte. Du hattest nicht den ganz großen Wunsch, für dich nochmal eine Videobotschaft, die Worte ans Herz gehen. Da wirst du ein paar Taschentücher brauchen am Ende. Uah. Wunderschön, ja. Und ja, so viel werde ich gar nicht verraten. Hörst dir einfach an. Hallo Papi, wir haben dich lieb. Hallo Papi, wir haben dich ganz, ganz doll lieb. Ich bin ganz stolz auf dich und weil du unser großes Vorbild bist, wollen wir auch mal Fußballprofi werden. Ah, die zwei Süßen. Ja. Das ist brutal. Ja, die sind Wahnsinn. Ja. Jetzt liegen sie oben im Bett. Wundert mich, dass sie es noch nicht verraten haben. sind ja die größten Schätze, sag ich mal, die man hat. Ne? Ja. Mit dem ganz kleinen noch dazu. Und es ist natürlich schön, wenn die so stolz auf ihren Papa sind. Freut einen einfach. Weiß man gar nicht so richtig, was man sagt. Das spiegelt dich auch, wir kennen uns ja jetzt nicht, aber jetzt durch die Geschichte, deine Eigenschaften, das spiegelt das ja auch schon wieder. Ja, und da kannst du wirklich, also muss man so sagen, du kannst wahnsinnig stolz auf dich sein. Ja, auf jeden Fall, auch wenn man das immer so ein bisschen wegschiebt, wobei man ja eigentlich sagt, man soll stolz auf das sein, was man erreicht hat, erschaffen hat und so weiter und so fort. Auch wenn ich da nicht ganz so der Typ bin, aber man soll es eigentlich mehr ausleben und mehr stolz darauf sein einfach. Und das sind halt so zwei Sachen oder zwei, auf die man stolz sein kann und gerade. Ja. Dürfen wir mit dem Bellen draußen bei mir? Nee, ihr müsst jetzt ins Bett, meine Freunde. Ja. Gerade wenn man so sieht, wie mit was für Spaß sie auch Fußball spielen und findet man sich dann auch da auf alle Fälle wieder. Also gerade bei Paul, der jetzt schon länger spielt, Emilio, der Kleine, der fängt jetzt erst so richtig an.
Und was alleine Paul schon für Ehrgeiz hat, da sieht man schon, dass das mal in dieselbe Richtung gehen kann. Muss nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Genau. Aber es ist schön, wenn man so Worte hört. Ja. Genau. Und damit kommen wir ganz zum Abschluss. Wen würdest du gern in einer der nächsten Folgen bei uns sehen? Ja, natürlich auf alle Fälle, ja, mein Bruder, ist ja klar. Und ja, natürlich auch Pichi, auf Ja. alle Fälle. Und wenn mir jetzt noch einer einfällt, wenn ich einen nennen darf, Natürlich. eigentlich auch Norm Wohlfeld, weil das wird bestimmt richtig lustig. Das wird bestimmt richtig lustig. Liebe Grüße gehen raus, Jungs. Genau. Wir sind bald bei euch. Oder ich rufe dich nach der Folge direkt an. Genau. Also das wird bestimmt richtig, richtig geil, weil Wohle ist auch absoluter Wahnsinnstyp. Absolut geil. Ehrlich. Genau. Und lieber Christoph, vielen lieben Dank nochmal von unserer Seite. Genau. Ich habe zu Das danken, ist ja. vorher echt eine Ehre, wirklich. Und wie du uns auch empfangen hast und das ist auch alles nicht selbstverständlich und wie du mit uns umgegangen bist. Riesen Respekt und es hat mir uns extrem viel Richtig. Spaß gemacht. Möchtest du noch was Ne, sagen? du hast eigentlich alles gesagt. Beim Schön. Empfang bist du deinem Namen gerecht geworden. Ich blende das Video jetzt noch mal ein. Schiffer, du hast recht. Genau. Nicht nur Schiffer, alle. Oh, Flasche, Olli, die haben das alle erzählt damals. Ja. Und ja, damit haben wir Folge 3 im Kasten. Und Wunderbar, es sehr schön. war Ich eine freue mich echt wahnsinnig drauf. sehr, sehr gute Ich freue mich Folge. auch. Gut. Sehr schön. Klasse. Jungs, das war klasse. Und